Hochbahnstrecke selbst soll 2024 eröffnet werden. Und das ist jetzt so, die Tunnelbohrmaschine bohrt sich von hier durch das Erdreich bis vorne an den Platz der Republik, schließt dort an den vorhandenen U-Bahn-Tunnel an, da sieht man oben gar nichts, dann wird sie zurückgezogen und bohrt den Paralleltunnel. Die Baustelle gestaltet sich wie immer schwierig. Dass man alleine einen zweistelligen Millionenbetrag dafür ausgeben muss, Weltkriegsbomben im Baufeld zu räumen, ist so ein Beispiel dafür, dass das hier nicht so einfach ist. Aber die Infrastruktur muss mitwachsen. Deshalb kaufen wir mehr U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahnwagen und versuchen es vor allem auch schneller zu machen, damit die Kapazität dann auch wirklich rollt, weil die Leute wollen pünktlich zur Schule. Man muss unter den Gebäuden durch. Und dementsprechend ist klar, dass hier auch große Ingenieurs- und Mineurskunst nötig ist. Natürlich werden wir in den nächsten Wochen und Monaten uns auch Gedanken über die Frage machen, wie mit den Baukostensteigerungen umgegangen wird. Ich gehe davon aus, dass der Bund einen hohen Anteil übernehmen wird. Auch das Land wird Geld dazugeben. Tunnelbau ist immer eine gefährliche Sache, weil man eben nicht weiß, was man im Gestein vorfindet. Aber wir hoffen natürlich und sind optimistisch, dass es ohne Unfälle abgeht.